Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Yo, ich würde mal sagen, das Gerät hat zu viel Power und wenn wir die Power ein bisschen reduzieren, dann können wir uns an sich auch diese überflüssigen Spoiler sparen. Und die Power reduzieren wir einfach, indem wir so ein Riesenteil drauf machen. Natürlich nicht. Da jetzt die Power noch ausreicht. Wir werden sehen. Erstmal hier wieder hoch. Und dabei drauf zu gehen. Ja, gut. Da wirst du wohl. Dann halt eben so, wenn du anders nicht möchtest. Geht doch. Und jetzt volle Kraft voraus. Einen haben wir. Oh, komm schon. Du kannst doch nicht da unten hängen bleiben. Es war schon mal der richtige Ansatz. Oh oh. Na super. Ein Spoiler kaputt gemacht. Moment. Der hat keine Waffen, oder doch? Doch, der hat Waffen. Nee, das sind Lichter. Und Waffen. Die machen wir so platt. Wie in alten guten Zeiten. Stell euch mal vor, man würde mit einem Venture Tech anfangen. Diese überragende Feuerkraft. Weißt du was? Die Batterie gehört mir. Die nehme ich mit. Ich glaube, den Frontspoiler da unten lassen wir mal weg. Vielleicht bleiben wir dann diesmal oben nicht wieder hängen. Wäre eine Option. Wir kommen hier auch leichter hoch. Ja, guten Morgen. Die bekämpft sich da gegenseitig. Sollen sie gerne machen. So, nochmal. Wow. Nein. Oh, ich glaube, ich gebe es auf. Vielleicht können wir jetzt auch den oberen Spoiler weglassen. Hm. Schauen wir mal. Oh oh. Naja, reparieren wir erstmal. Damit da nicht unnötigerweise was kaputt geht. So, und nochmal. Ich glaube, den Schub zünde ich diesmal erst, wenn wir oben sind. Na komm, runter. Hui. Ich glaube, zwei Versuche gebe ich mir noch und dann machen wir wieder andere Quests. Am liebsten würde ich das gerne schon abschließen, weil dafür bekommen wir Venture-Blöcke. Und bei den Venture-Blöcken könnten ja diese abgerundeten Dinger drin sein, die ich so gerne in Massen hätte. Aber gut. Ach, nö. Ja, das kann nicht funktionieren, da gebe ich dir recht. Dann reparieren wir uns mal wieder. Also zwei Versuche noch. In zwei Versuchen sind es dann immer noch zwei Versuche. Da halte ich beinahe jede Wette. Go. So, den ersten erwischt. Ah, Grulle Muck. Da müssen wir noch weiter üben. Höchstwahrscheinlich scheitert es jetzt an meinen fahrerischen Fähigkeiten. Das kann natürlich auch sein. Komm nochmal. Oh. Gut, letzter Versuch, wirklich jetzt. Es sei denn, wir schaffen diesmal zwei Tore, dann ist es der vorletzte Versuch. Oh. Nein. Keine Lust mehr. Ich will auch keine 50 Folgen hiermit verbringen.
Waren wir halt zur Handelsstation. Und dann würde ich gerne mal gucken, was sich da hinten für ein feindliches Deck befindet. Na komm, zeig dich. Ach, du bist ein kleiner Bug. Ja, so siehst du auch aus. Na dann, weiter. Auf zur Handelsstation. Die in die Richtung liegt. Aber den Großen da, den müssen wir noch platt machen, weil es der Kleine nicht schon gemacht hat. Ja, du bist auch erledigt. Bleibt da irgendwas für mich übrig? Irgendwas, was man gebrauchen könnte? Nee. Ja, der hat ihn tatsächlich platt gemacht. Na komm, ah, da ist die Handelsstation schon. Mal gucken, was wir für Quests hier bekommen. Gucken wir einfach mal. Moment, will das Holz jetzt auch so verbraten? Ist nicht dein Ernst. Naja. Was teils? Sehr gut. Verkaufst du irgendwas Interessantes? Weißt du was? Das Teil platziere ich schon mal hier. Können wir ja mal gucken. Aber jetzt warten wir erstmal auf den üblichen Verdächtigen. Ja, es ist der übliche Verdächtige. Komm weg damit. Und das war's. Schau mal zu den Venture-Blöcken hin. Was kostet die? 9.300. Alles klar. Ist was Neues von Geocorp? Auch nicht wirklich. Habt ihr Dongles im Angebot? Nein. Schade. Hast du neue Quests? Nein. Quests sind langsam Mangelware. Vielleicht sollte ich das ganze Slalom-Geschmarren, was ich bereits gemacht habe, abgeben bzw. abbrechen, damit ich neue Quests bekommen kann. So, holen wir uns doch erst einmal die Hooligans. Oh, ich meine die Hostiles. Dafür könnten wir vielleicht ein paar abgerundete Blöcke bekommen. Guck mal, da hinten ist ein Venture. Da ist wahrscheinlich auch nichts Interessantes bei. Würde mich ja stark wundern. Sind ja eh alles dieselben Standardblöcke. Was, du existierst noch? Nein. Na komm, ab zu den Hostiles. Und dann müssen wir uns irgendwo einen anderen Shop suchen. Wobei, neue Quests rücken ja auch bald nach. Ein friedliches Tech sendet ein Notsignal. Ja, darum kümmern wir uns gleich. Uiuiui, immer diese Dia-Shows hier beim Kämpfen. Na komm, weg mit dir, du flugunfähiger Vogel. Juhu, was bekommen wir denn da für schöne Teile? Weißt du was, dich bauen wir hier auch mal auf. Du ziehst ja zumindest die weit entlegenen Teile wieder näher ran. Ah, guck mal, da hinten ist auch ein Shop. Und haben wir runde Sachen dabei? Ja. Aber nicht allzu viele. Schade. Na komm, saug schneller.
Ja, du hüpfst jetzt so rum, weil da ein Teil drin ist, was angezogen werden möchte. Boah, beziehungsweise drunter. Den Baumodus zu wechseln, sollte ich vielleicht mal bei Zeiten unterlassen. Guck mal, die gelbe Storage Unit sieht es näher an. Die weit entfernten Sachen. Nee, außer Raketenreichweite. Da kommen die paar Flügel noch. So. Lassen wir den Rest hier. Und weiter. Diese kleinen Gegner zerfetzen wir ja zum Glück sehr schnell. Was bist du für einer? Du traust dich ja was. So, was hast du denn für Quests für mich? Rampe. Eine Rampe könnte man schaffen. Schauen wir uns mal die Rampe an. Moment, du verkaufst ja bestimmt auch wieder Sachen. Nicht das, worauf ich scharf bin. Gut, fahren wir zur Rampe. Moment, soll ich da hochhüpfen? Dann nehme ich doch lieber ein Flugzeug. Na klar, machen wir. Wo bist denn du? Kleiner Fratz. Immer sind die ganzen Sachen woanders. Hier. Wenn Lift off Cap. Du siehst so aus, als könntest du es mit einer Rampe aufnehmen. Langsam. Langsam, langsam, langsam. Wie außerhalb der Grenzen. Probieren wir doch gleich mal nochmal. So. Nun gut, damit wird's nichts. Das ist ein Treffer? Nein. Na komm näher ran. Spielen wir eine Runde. Hättest ruhig ein bisschen mehr Widerstand leisten können. Mit dir. So, wir brauchen jetzt mehr als genug Schwung. Ich glaube, das andere Tech wäre dafür prädestiniert gewesen, das, was wir beim Slalom hatten. Schauen wir mal. Venture-Blöcke? So. Hier, Triebwerk. Bis sie Schwung gerät. Und los geht's. Das war ja lustig. Wow, du bist nach oben zu hoch.
Dass ich ständig was anderes bauen muss. Lassen wir den Quatsch. Hat er hier irgendwas Interessantes übrig gelassen? Jede Menge Kanonen. Oh, guck mal. Gibt's doch ein bisschen Beute. Kann ich dich ja schon mal hier platzieren? Dann kannst du ja schon mal aufsaugen, während ich da vorne ein bisschen platt mache. Wie schaut's denn eigentlich beim Geokorbjäger aus? Da kommen wir eigentlich kaum voran. Weil wenn die Geokorb-Vehikel eine GSU-Kabine haben, dann ist ja eh vorbei. Lustig. Komm schon. Saug schneller. Was haben wir denn sonst noch so für Quests? Ach ja, den einen Band of Robbers. Könnten wir uns drum kümmern. Das geht schon. So, und erledigt. Ja, da hüpft eine Batterie vor sich hin. Und der leistet auch keinen Widerstand. Wieder eine ganze Menge Schnickschnack verloren. Weißt du was, lass das Schnickschnack mal weg. Das bricht ja eh immer wieder ab. Genauso wie unser Anker. Ich hätte Anker kaufen sollen. Moment mal kurz. Ui, da musste ich ja mal furchtbar niesen. Du gehst hier auch mal runter. Da ich den Schild davon jetzt mal entfernt habe, muss ich den jetzt wieder ersetzen. Das machen wir ja auch gleich mal. So eine Schildblase? Ja. Hier und hier. Na komm, setzen wir noch eine hier hin und eine da hin. Hier können wir die Schilder auch ein bisschen erweitern. So, weiter. Mehr Energiefresser. Dann machen wir die hier mal platt. Oder den da. Der wird höchstwahrscheinlich auch nichts Interessantes dabei haben, außer seinen Megatonnenkanonen. Na komm, gib schon auf. Hättest du mal aufgegeben, dass du die Chance dazu hattest. Oh. Hey. Storage Unit hierhin. Dass die immer meine Storage Unit kaputt machen wollen. Die Hunde. Ach, da ist wieder einer unter mir. Ja. Oh, da kommen noch mehr. Aber hier, jetzt können wir es hier platzieren. Hier dürfte die Storage Unit sicher sein, denke ich. Und ja, denken ist nicht wissen. Ist einfach nicht sein lassen können, meine Storage Units in Ruhe zu lassen. Eieieiei. Und da kommen noch mehr von denen. Weg mit dir. Noch einer.
nach da drüben. Na komm, put, put, put. Na, endlich wird er gesaugt. Bekomme ich jetzt eine Belohnung? Nein, immer noch nicht. Jetzt werden die wieder kleiner. Ja, die Storage Unit muss ich mal zwischenzeitlich reparieren. Hoppala. Hörst du mal auf damit? Wo hängen wir denn fest? Ach, in den Stein. Und das kann ja heiter werden. Komm zurück. Uiuiui. Wow. Na komm, ich glaube, das reicht. Dann müsste ich mal wenden können. Magst du nicht, ne? Ist dir zu suspekt. Mal hier zu wenden. Komm hoch da. Allzu viele können es ja auch nicht mehr sein. Komm hoch da, trau dich. Ah, da kommt er ja. Moment, hat der Raketen oder so ein Quatsch? Nee, nur Mörser. Ja, jetzt haben wir ihn. War's das jetzt? Ja, das war's. Ich hoffe mal, wir bekommen was Cooles dafür. Wenn wir die Kiste irgendwann auch mal aufbekommen. Jetzt. Ah, GSO-Zeugs. Oh, guck mal. Eine GSO-Tech-Kette. Interessant. Haben wir da schon mehr davon oder... Moment. Das muss ich jetzt mal überprüfen. Räder? Zwei Stück hätten wir. Hm. Nun denn... Naja gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.